Amos 3, Vers 7 gibt uns der Herr eine sehr interessante Information. Er sagt, dass er nichts tut, was er nicht zuvor seinen Knechten, den Propheten, offenbart hat. Das bedeutet, dass er nichts tun wird, was er nicht zuvor durch den prophetischen Dienst der Gemeinde mitgeteilt hat, damit sein Volk sich auf das, was er tun will, vorbereiten kann, bereit ist für das Wirken Gottes. Aus diesem Grunde nehmen wir prophetisches Reden, natürlich nach einer Phase des Prüfens, sehr, sehr ernst. Und es ist interessant, weltweit verdichten sich Prophetien zu einem ganz besonderen Thema, nämlich einer gewaltigen Welle des Segens Gottes, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ich habe einige dieser Prophetien zusammengetragen, gesammelt und zusammengestellt, gerade diejenigen, die dort sehr markant das Thema Welle und Wasser oder Tsunami beschreiben und diejenigen, die spezifisch sich mehr auf Deutschland und Mitteleuropa konzentrieren. Und ich habe das in dieser kleinen Broschüre zusammengetragen, ein geistlicher Tsunami. Ein geistlicher Tsunami. Du kannst diese Broschüre bei uns kostenlos bestellen. Wir senden sie dir gerne zu. Das kannst du über unseren Shop tun. Du kannst sie auch online lesen direkt oder dir sogar als PDF herunterladen. Alles möglich bei uns auf der Webseite unter ein geistlicher Tsunami. Was ist ein Tsunami? Ein Tsunami ist meistens oder in der Regel ein Seebeben, was unter dem Meer liegt, ausgelöster Impuls, der sich durch das Wasser hindurch ausbreitet. Und das Interessante dabei ist, dass es nicht gestoppt werden kann. Der Impuls ist so gewaltig, dass man ihn nicht aufhalten kann. Er kommt. Und weißt du, viele Christen, um mal im Bild zu sprechen, die stehen am Strand und schauen auf das Wasser und sagen, das Wasser ist spiegelglatt, der Himmel ist blau, alles ist schön. Es ist nicht das Geringste zu sehen, dass da irgendwie eine Bewegung Gottes, eine Welle Gottes auf uns zukommen sollte. Ich glaube der Prophetie nicht. Aber weißt du, wenn eine Tsunami-Warnung rausgeht, dann ist auch nichts zu sehen. Trotzdem bereiten die Leute sich darauf vor. Sie wissen, es kommt etwas und es kommt unaufhaltsam. Du hast bestimmt die Bilder gesehen, wenn ein Hurrikan kommt. Dann fangen die Leute an, ihre Häuser zu verbarrikadieren und die Fenster zuzunageln und sowas. Aber es ist blauer Himmel, es ist nur ein laues Lüftchen, die Vögel zwitschern, es ist nicht das Geringste zu sehen. Aber sie wissen, es kommt etwas auf uns zu. Und genauso ist es mit dem, was im Geistlichen auf uns zurollt. Eine gewaltige Bewegung Gottes kommt auf uns zu und sie ist nicht aufzuhalten. Und deshalb hier diese Broschüre, ein geistlicher Tsunami. Ich lade dich herzlich ein, sie hier bei uns zu bestellen oder sie im Internet zu lesen. Sie wird dich segnen und die wird dir zeigen, dass Gott Großes für uns vorbereitet hat. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.